Ich wünsche ihm, dass er auch Erholung hat und mal in Urlaub fahren kann. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt, dass er seine gute und fröhliche Art behält und dass er uns weiterhin viel Freude bereitet und viele gute Worte schenkt. Haben Sie vielleicht eine Vorstellung, was er sich selber wünschen könnte, auch materielles? Er ist so ein bescheidener Mann, der tut seine Wünsche sicher in materieller Hinsicht überhaupt nicht äußern. Nicht so viel zum Arbeiten, nicht so viel zum Schreiben immer. Dass er viel Zeit hat zum Frühstücken. Wenn er viel Zeit hat, mal zum Frühstücken oder zum Mittagessen. Und viel Urlaub. Und viel Urlaub. Ja, Gesundheit und weiterhin viel Freude und Kraft, dass er so gut wirken kann, wie er bisher gewirkt hat. Haben Sie eine Vorstellung, was er sich selber vielleicht wünscht? Ruhe. Und einfach, dass wir glücklich sein als Christen, was er macht mit uns. Er ist gut. Die kommenden Jahre wünschen wir Ihnen Gesundheit, Schaffenskraft, dass Sie Ihre große Aufgabe, die Weltkirche zu leiten, in einer gottgefälligen Weise auch ausüben können. Dass er sich mal wieder die Zeit nimmt und nach Regensburg kommt. Und dass er den Leuten, den Gläubigen, eine Richtlinie geben kann fürs Leben. Das meine ich. Ich wünsche dem Heiligen Vater gute Gesundheit und viele glückliche Stunden noch in seinem Amt. Und ich würde mich freuen auf eine Begegnung, vielleicht, dass das noch möglich ist. Und vom nördlichsten Punkt der Donau, all die guten Wünsche zu seinem Geburtstag. Damit die Arbeit leichter geht und Stifte zum Schreiben. Ich glaube, ein neues Papamobil hat er. Ich glaube, dass der Papst sich eigentlich nichts Materielles wünscht, sondern vor allem auch Gesundheit ihm. Und ja, dass er halt einfach so weitermachen kann, wie es besetzt ist, dass er nicht irgendwie krank wird. Und ich glaube, mehr wünscht sich eigentlich ein Papst nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er etwas Ruhe bräuchte und sich von den großen Terminen, Reisen und auch von den Ostertagen zu erholen. Ich wünsche ihm, dass er diese Ruhe ein bisschen findet, Einkehr findet, Ruhe findet. Das, glaube ich, ist ein Herzensanliegen von ihm. Ich wünsche ihm, dass er weiterhin so bleibt, wie er ist und dass er noch viele Jahre Papst sein darf, dass er allen helfen kann und dass er einen erholsamen Schlaf hat.